Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Und das sind ihre Gäste. Herr Ahlers. Ja, das tut dir nichts zu sagen. Udo. Ja, das kann's haben. Und Opa Gerke. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Oh, Berlinale startet. Mhm. Hallo, da kommt der Hollywood-Star nach Deutschland. Ja, was meinst du? Grüßen die sich, wenn die sich sehen? Wie meinst du das denn? Ja, grüßen Starre, auch wenn sie sich nicht kennen. Wieso, die kennen sich ja. Jo. Wenn wir die schon kennen. Ja, ich meine ja nicht persönlich, sondern nur von sehen. Mhm. Dass sie beide voneinander wissen, dass sie Starre sind. Ach, du meinst jetzt so wie Motorradfahrer auf der Landstraße, dass die dann mal den Finger heben, ne? Ja, aber nur, weil es Motorradfahrer sind, ne? Genauso wie die Starre in Berlin jetzt. Ja, das ist so eine gefühlte Verpflichtung. Ah, jetzt pass auf. Mhm. Also ich habe mal Folgendes erlebt, vor Jahren, da waren wir in Schwarzwald in einer Pension. Ja. Also soweit ganz sauber, machte so ein Ehepaar, er war eigentlich Ingenieur, also das meiste hat sie denn wohl gemacht. Ja! Auf jeden Fall. Ja. Also wir saßen im Frühstücksraum und praktisch so weiter saßen denn welche, also da kannte ich den einen von der Post, also nur vom Sehen, so flüchtig. Ja. Ich meine, der war im Zustelldienst. Ja doch, und du? Ja, nee, und dann haben wir uns so zugenickt, ne, von wegen. Ah, ja, toll. Ja, was du sagtest, Udo, mit gefühlter Verpflichtung, ne? Ja, sag mal, also. Ja, das ist dies. Als ich damals mit Porgy noch in Urlaub in Malaga war, ja, da sehe ich in unserem Hotel auf einmal die Schwester von Bianca mit ihrem Macker, so ein ganz blöder, sag ich zu Porgy, guck jetzt mal nicht hin, ne? Wenn wir die grüßen, haben wir sie an den Hacken. Ja, das ist dies. Du, da hatten sie uns schon gesehen gehabt, dann haben sie sich den ganzen Urlaub überall mit rangehängt. Du. Ausflug in eine Lederfabrik, spanischer Abend mit Barbecue, alles, was den schönen Urlaub so ausmacht. Ja, ach so, ja. Wann die sich immer bei uns an. Du glaubst es nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, hau ab in die Fremde. Und ne? Wenn jetzt Brad Pitt und Angelina Jolie in Berlin gemütlich in Borchardt sitzen und dann kommt Sylvester Stallone rein. Ah ja. Ja, dann haben sie den ja auch an der Backe zu quageln. Wie bitte? Ja, wohl oder übel. Du, als ich damals mit Heinz Rühmann an der Pinkelrinne stand, ja, da habe ich ihn ja auch gegrüßt. Ja, Franz, das haben wir jetzt schon tausendmal gehört hier. Ja, ich guck rüber und sag, sind Sie nicht Heinz Rühmann? Ja. Dann sagt er, jawohl, sieht man das. Und dann haben wir beide gelacht. Und dann noch fast die Hand gegeben. Fast die Hand gegeben. Wir wissen es. Also, mach deine Hand jetzt. Ja. Ja, aber man kannte sich ja nicht persönlich. Ja. Verstehst du? Mann. Ich brauche noch gefährliche Aktion in einem Film. Vorne STU. Wir sind Sturz. Ja, genau. Frühstück bei Stefanie. Immer um 7.17 Uhr bei Ponik und Petersen im NDR 2 Morgen.